Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema elektrische Lenkradregelung. Jeder BMW-Fahrer, wo eine elektrische Lenksäule verbaut ist, wird irgendwann mit dem Problem konfrontiert, dass die elektrische Lenkradregelung nicht mehr funktioniert. Warum? Weil wir haben einen Zähler im Motorsteuer und in der Wegfahrsperre. Das heißt, irgendwann wird das Problem passieren. Wenn ihr dieses Problem und teuren Reparaturen vorbeugen möchtet, gibt es da auch eine Lösung. Kontaktiert uns, wir könnten euch eine Lösung anbieten, die relativ günstig und bezahlbar ist. Wenn das Problem sozusagen passiert, dann nimmt BMW für die Reparatur zwischen 3.000 bis 3.500 Euro. Warum ist das so teuer? Als erstes tauscht BMW die elektrische Lenksäule aus für ungefähr 1.000 Euro. Das Problem ist dabei leider nicht gelöst. Dann wird die Wegfahrsperre mit beiden Schlüsseln getauscht, liegt hier wieder ungefähr bei 1.000 Euro, seid ihr schon bei 2.000. Dann wird das Motorsteuergerät letztendlich getauscht, seid ihr bei ungefähr 3.500. Und dann ist das Problem natürlich gelöst, ihr habt ein Jahr Garantie, aber das Problem kann immer wieder kommen. Dieses gleiche Lösung, die BMW halt anbietet, können wir euch natürlich auch anbieten. Wir können euch die Lenksäule wieder instand setzen und ein Jahr Garantie geben, natürlich für einen deutlich günstigeren Preis. Aber ihr müsst verstehen, das Problem kommt irgendwann wieder. Deswegen haben wir auch eine Möglichkeit einer Modifikation. Das heißt, das System wird so modifiziert wie bei den neuen Modellen, dass die elektrische Lenksäule halt frei ist. Dieses Problem können wir leider nicht über unsere Fernwartung lösen. Für viele Probleme bieten wir eine Fernwartung an. Wir schicken euch ein Kabel zu. Über das Kabel könnt ihr mit eurem Laptop, der Internet hat, sozusagen uns Zugangsdaten zuschicken. Dann loggen wir uns auf das Fahrzeug ein, prüfen bestimmte Sachen. Wir können auch Codierungen durchführen, Modifikationen, Updates. Aber um dieses Problem zu lösen, müsst ihr uns die Sachen leider zuschicken. Ist die Lenksäule versperrt, dann müsst ihr sie ausbauen und uns zuschicken. Wir brauchen auch die Wegfahrsperre, die sitzt im Fahrerfußraum, die ist entweder schwarz oder halt grau. Und wir brauchen das Motorsteuergerät sitzt hier vorne und einen Schlüssel. Wenn ihr uns das zuschickt, habt ihr die Wahl, wie wir das modifizieren sollen. Wenn wir das so modifizieren sollen, dass die Lenksäule arbeitet, auf und zugeht, kriegt ihr natürlich ein Jahr Garantie. Doch das Problem ist nicht für immer gelöst, das muss euch klar sein. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, dass man die Lenksäule stilllegt, dann ist das Problem für immer gelöst. Dann habt ihr keine Probleme, wie bei den modernen neuen Fahrzeugen, denn das Prinzip hat sich leider nicht bewährt. Es gibt auch leider keine andere Lösung. Es werden Emulatoren verbaut, die man anstatt der Lenksäule sozusagen einsetzen kann. Das könnt ihr gerne ausprobieren, aber das Problem ist dadurch nicht gelöst, denn wir haben einen Zähler in der Wegfahrsperre, wir haben auch einen Zähler im Motorsteuer. Diese Zähler kann man nicht irgendwie mit einer BMW-Diagnose zurücksetzen. Man kann mit dem BMW-Tester was zurücksetzen, aber nicht das, was uns langfristig was bringt. Deswegen, das Prinzip ist einfach so, dass man neue Daten einer Wegfahrsperre kauft, die halt noch jungfräulich ist, und genauso auch bei dem Motorsteuergerät. Genau gleiches Prinzip, damit der Zähler wie bei einem Neufahrzeug wieder von vorne anfängt zu zählen und ihr halt wieder Zeit habt. Nur, man muss verstehen, das Problem wird irgendwann wiederkommen. Daher sollte man sich vielleicht überlegen, das Ding halt für immer stillzulegen, um das Thema halt für immer zu begraben. Wenn ihr an sowas Interesse habt, kontaktiert uns am besten per E-Mail mit ein paar Infos, was das für ein Fahrzeug ist, welches Baujahr, ist die Lenksäule versperrt oder ist sie nicht versperrt, und dann werden wir euch eine Lösung bieten können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.